Waage. Zeit für euer Reading, Leute. Also, als allererstes mal könntet ihr selbstständig sein oder jemand, der sehr viel Kontrolle im Leben ausübt oder ne, Dinge unter Kontrolle hat, also nicht im negativen Aspekt. Zum Beispiel eine Mama. Ja? Eine Mama, die alleinerziehend ist, die kann auch viel Kontrolle ausüben bzw. viel Kontrolle haben, denn sie muss sich ja letztendlich um alles kümmern. Ja? Es könnte aber auch sein, dass ihr vielleicht eine Führungsposition habt in irgendeiner Form oder mit jemandem zu tun habt, der selbstständig ist oder der besonders erfolgreich ist, könnte auch sowas sein wie Anwalt oder Richter oder Polizist oder irgendwie sowas, ja, also etwas, was mit ja, einer Führungsposition oder Kontrolle einhergeht. Außerdem, einige von euch könnten, Wer wird Millionär eine ganze Zeit lang vielleicht geguckt haben oder zwischendurch so nach der Arbeit, wenn es lief, dann lieber das geguckt haben und mitgeraten haben als andere Dinge? Ich hatte nämlich, als ich vorgeschaffelt habe, dieses Geräusch, was immer kommt, wenn der Countdown läuft bei Wer wird Millionär? Tick, tock, tick, tock und dann kommt ja irgendwann dieser Buzzer, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und das habe ich gehört. Vielleicht ist für einige von euch, habt ihr auch ein Ultimatum gestellt und die Zeit könnte ablaufen in irgendeiner Form? Auch eine Möglichkeit. Lasst uns mal gucken, was eure Fokuskarten sind. Da wollte gerade die Karte Goddess of the Moon raus. Für diejenigen, die also irgendwie sich eine Frage stellen, eure Intuition, würde es euch sagen, plus wir haben Vollmond, wir bewegen uns auf den Vollmond zu, so. Wer mein Reading geguckt hat, der weiß, dass dieser Vollmond ja, definitiv auch ein romantischer Mond ist. Plus Vollmond ist eigentlich ein Ende, aber der Grad, in dem der Mond ist, zeigt wieder einen Neubeginn an. Ja, also vielleicht müsst ihr das mal euch anschauen. Euer Fokus ist einmal die Karte Between Worlds und dann haben wir die Karte To the Sea. Und ich glaube, ich muss mal kurz gucken, was ich gestern gedreht habe. Ich glaube, in einem von den Readings gestern, entweder Löwe oder Jungfrau, ich glaube, aber es war Löwe, hatte ich diese Karte auch. Und interessanterweise ist das Löwe-Reading gestern ab einem, ich weiß nicht, 20 Minuten oder so einfach abgebrochen. Kein Mensch wusste warum. Ich habe es heute Morgen nochmal neu hochgeladen. In dem Video selber war kein Fehler. Ich habe es nicht verstanden. Vielleicht haben einige von euch auch das Gefühl, dass sie bisher immer intuitiv Zeichen bekommen haben und auf einmal ist alles still. Ja, also ihr bekommt quasi keine Zeichen mehr. Ich kenne das, das ist ein bisschen frustrierend, aber das ist für mich, ich benutze das immer als Hinweis von oben, dass ich quasi meine Antwort schon habe. Ja, wenn ich intuitiv irgendwelche Zeichen bekomme, dann muss ich die nicht immer wieder bekommen, damit ich quasi meiner Intuition glaube. Ja, im Grunde sollte ein oder zwei Zeichen reichen, weil ich weiß ja, dass meine Intuition nicht lügt. So, jedenfalls für euch, ganz klar. Diese Karte Between Worlds hier, wie ihr seht, geht von einer eher, ja, ich sag mal Herbstwetter zum Sommer. Ja, das zeigt eine Transformation an. Es könnte sein für einige von euch, dass ihr eben in irgendeiner Form der Transformation seid, allerdings dann zu einem Abschnitt in eurem Leben, wo ihr dann auch wirklich was gelernt habt, ja. Ihr werdet schlauer sein, ihr werdet euch besser fühlen. Also es ist ein bisschen die Energie von größer und besser. Ich sage immer, wenn ich eine Situation in meinem Leben nicht so bekomme, wie ich es gerne hätte, dann ist das einfach nur ein Zeichen von Gott, dass etwas Größeres und Besseres kommt. Ja, ob das Menschen oder Situationen sind, scheißegal. Ihr geht hier durch eine Transformation, aber ihr werdet da am Ende, wenn ihr das möchtet, größer und besser bei rumkommen. Wichtig ist, dass ihr hier ganz klar auch eure Emotionen beobachtet, sie kommen und gehen lasst. Ich sage es immer wieder, Leute, ganz besonders für euch vage Menschen, Luftzeichen können sehr verkopft sein. Und ihr seid nicht eure Gedanken oder eure Emotionen. Ja, ich muss da in der Familie auch schon mal dran erinnern, ich habe viele vage Menschen in der Familie und viele Menschen, die so ziemlich verkopft sein können, die denken sich dann da rein und identifizieren sich auch direkt damit und das ist nicht der Fall. Ja, Emotionen kommen und gehen, Gedanken kommen und gehen, so wie das Wetter auch. Regen kommt und Regen geht. Ja, nur weil man irgendwie mal in Deutschland drei Regenwochen hat, heißt das nicht, dass die Sonne nie rauskommt. Okay, Freunde? Also lasst uns gucken, was euer innerer Buddha sagt.
Er sagt, Veränderung beginnt immer bei der Quelle, im Geist und mit den Gedanken. Sei bereit für das Unerwartete und öffne dich den unbegrenzten Möglichkeiten, die auch deinem Geist offen stehen. Und das ist deswegen interessant, weil letztendlich, wie ich gerade gesagt habe, ja, Emotionen und Gedanken bedeutet nicht, dass ihr das seid, ja, die kommen und die gehen, aber ihr könnt genauso auch entscheiden, welche Gedanken und welche Emotionen ihr, womit ihr euch identifizieren wollt. Ja, wenn ich Gedanken habe wie, was weiß ich, boah, ich bin stolz auf mich, keine Ahnung, ich habe das und das geschafft oder ich weiß, dass ich in Zukunft das und das erreichen werde, dann ist das kein Gedanke oder eine Emotion, die ich kommen und gehen lasse, sondern daran halte ich fest. Ja, weil das ist positives Gedankengut, das ist Selbstliebe, das ist positives Selbstgespräch, sage ich mal. Aber Gedanken wie, wenn ich morgens aufstehe, in den Spiegel gucke und mir denke, ach du Schande, jetzt bin ich 33 und meine Möpse hängen nicht mehr da, wo sie waren, als ich 15 war. Das sind Gedanken, die lasse ich kommen und gehen, weil das ist scheißegal, ich bin eine erwachsene Frau. Ich möchte nicht mehr aussehen wie ein Teenie. Ja, zum einen und zum zweiten ist das menschlich. Ja, und das ist dann einfach etwas, was ich kommen und gehen lasse. Da müsst ihr nicht dran festhalten. Ja? Also Leute, was auch immer ihr in eurem Leben verändern möchtet, denkt dran, dass alles hier oben beginnt. Und ich entschuldige mich für meine Rotzenase, aber ihr wisst es hoffentlich mittlerweile, Leute, ich bin Hardcore-Allergiker und ich habe quasi Allergie all year long. Okay? Ich glaube, das wird sich niemals ändern, außer die Medizin erfindet irgendwas Krasses, was das nichtig macht. Oder ich traue mich endlich mal eine Darmkur zu machen und meinen Darm zu resetten, dann geht das auch weg, aber ich kann mir das nicht vorstellen, okay? Dieses ewige Nichtsessen. Help! Naja, Leute, so, zwei der Stäbe auf der Rückseite des Decks, eine Entscheidung. Etwas hier ist schon in sicheren Gewässern, während eine andere Sache, für die ihr euch entscheidet, vielleicht noch so ein bisschen in der Schwebe hängt, beziehungsweise ihr müsst vielleicht noch das ein oder andere für euch wirklich, ich sag mal, festlegen, bevor ihr die tatsächliche Entscheidung trefft. Oder die Entscheidung ist schon getroffen und ihr müsst aber noch so ein bisschen hin und her manövrieren, ja. Manövrieren, dahinter haben wir den Wagen, das ist die Karte der da sind die Sirenen, das ist Bestätigung. Das ist die Karte von Team Krebs. Und Team Krebs spielt zu diesem Vollmond auf jeden Fall auch eine Rolle. Ja? Kann also sein, dass ihr vielleicht noch irgendwas wirklich machen müsst, entscheiden müsst, überlegen müsst, bevor ihr hier mit dem Wagen voranschreiten könnt. Interessant sind auch die Acht der Schwerter und der Eremit dahinter. Ja? Und die Acht der Schwerter ist so eine Karte von jemandem, der sich geistig in einem Mindset hält, wo er eigentlich gar nicht mehr drin sein muss. Ja? Und der Eremit ist Innenschauen, das ist genau das. Emotionen und Gedanken kommen und gehen zu lassen, sie zu beobachten, ohne sie zu bewerten oder zu deiner Identität zu machen, ja? Lasst uns gucken, was rauskommt. Zwei der Kelche, erste Karte raus. Ich kann doch hier keinem was vor. Zwei der Kelche, König der Schwerter und fünf der Münzen. Also Leute, jemand hier wägt ganz genau ab. Ist es zwei der Kelche-Energie? Da-da-da-da-da-da. Glitzer für alle. Sorry, Leute, ich liebe Glitzer. Wenn ihr mir folgt, hier schon was länger, ihr wisst, das ist meine Kindheitsobsession, dieser Zauberstab. Ich hatte den schon als Kind. Also nicht genau den, aber das war mein Shit in der Kindheit. Und der Zauberstab hat meine Oma mir geschenkt, weil ich im Erwachsenenalter vor kurzem nochmal traurig gewesen bin, weil ich keinen Zauberstab mehr habe, okay? Und deswegen muss dieser Zauberstab auch seinen gebührenden Auftritt hier feiern, weil meine Oma ist lit und mein Zauberstab auch, okay? Außerdem bin ich auch lit, weil kein anderer hier hat einen Zauberstab. Scherz. Also eigentlich kein Scherz, aber Posing mit dem Zauberstab muss nicht sein. Okay, let's go, weiter. Weiter im Text, bitch. Also, zwei der Kelche, fünf der Münzen, in der Mitte der Ritter, der König der Schwerter. Was macht der König der Schwerter? Der analysiert, macht eine Strategie, ja, der überlegt genau, der ist absolut loyal, aber das ist genau der Grund, warum der König der Schwerter seine Aktionen genau hinterfragt und überlegt, ja, weil Menschen, die extrem loyal sind, die versuchen,
Situationen zu vermeiden, wo Leute ihnen in den Rücken stechen, weil sie das wahrscheinlich in ihrem Leben schon oft genug erlebt haben. Ja, also ich bin auch Team Loyal und ich überlege mir mittlerweile ganz genau, wen ich in mein Leben lasse und wen nicht, weil die meisten Leute einfach nicht das Verständnis von Loyalität haben, was ich habe. Ja, und das ist genau das hier. Jemand hier überlegt, soll ich mich auf diese Anziehung, die ich hier mit jemandem empfinde, einlassen oder ist das mit 5 der Münzen wieder in Griff ins Klo? Ja. Und da ist wieder ganz wichtig, dass ihr euch wirklich verinnerlicht, ja, was ich eben sage. Auch in dem Aspekt gilt, eure Gedanken und Emotionen sind nicht das, womit ihr euch identifizieren müsst. Heißt also, hast du aus Vergangenheit immer Negativgedanken, ja, oder oh, ich werde sowieso wieder verarscht oder das klappt eh wieder nicht oder wie auch immer, das muss nicht dein Glaubenssatz sein. Ja, du kannst diese Gedanken kommen und gehen lassen und dir sagen, hey, in Vergangenheit ist mir das passiert, aber ich habe endlich Menschen kennengelernt und ziehe nur noch Menschen an, die auf meinem Level schwingen, die mich genauso behandeln, wie ich mich selber und wie ich andere Menschen behandle. Ja, also es kann auch für einige von euch so sein, dass hier jemand... Also es ist ein Szenario, was ich reinkriege, was sich für mich aber nicht so dominant anfühlt. Es könnte auch sein, dass hier jemand gerne mit jemandem zusammen sein möchte, beziehungsweise diese Person sehr anziehend findet und so eine instant ja, Anziehungskraft empfunden hat, aber dass diese Person vielleicht broke ist oder irgendwelche Gründe hat, warum es geldtechnisch wirklich mangelt. Ja, und das kann auch eine Last sein für jemanden. Sagen wir jetzt mal, ich hatte sowas gelesen online, das fand ich ziemlich interessant. Da hat eine Frau gesagt, dass ihr Freund sie verlassen hat, weil ihre Familie arm ist. Und erstmal habe ich gedacht, was ist das denn für ein Typ, ja? Aber dann hat es für mich Sinn gemacht, weil letztendlich, und so hat der Freund es dann später auch erklärt, er hat gesagt, weißt du, wenn du kein Geld hast, ist das eine Sache. Aber wenn ich mich darauf einstellen muss, dass deine ganze Familie kein Geld hat und deine ganze Familie quasi an dir zieht und auf deinen Erfolg quasi, wie kann ich sagen, hinbetet, sage ich mal, ja, dann bedeutet das für den Mann, der Geld hat und der in seiner Provider-Rolle ist von mir aus, dass er nicht nur seine Frau nachher unterhält, sondern auch die ganze Familie von der Frau, so wie wahrscheinlich seine eigene Familie. Und ich kann verstehen, warum man dann sagt, hey, eine Person okay, aber 10 andere noch nicht okay, kann ich verstehen, ja. Das könnte hier auch so ein Szenario sein für diejenigen, die jetzt diejenigen sind, die sich damit identifizieren, die sagen, ja Mann, das bin ich. Ich habe Geldprobleme oder ich kann nicht gut mit Geld umgehen oder ich verdiene nicht besonders viel Geld oder irgendwie sowas. Leute, fühlt euch nicht schlecht, okay? Das ist etwas, was man immer ändern kann. Zudem ist es so, wer ohne Geld nicht glücklich ist, ist auch mit Geld nicht glücklich, okay? Man muss lernen, ohne Geld glücklich zu sein. Und wenn du von nichts kommst, hast du die Fähigkeit, Dinge wertzuschätzen, die viele andere Menschen nicht wertschätzen können. Und allein das ist schon Reichtum, okay? Also bitte fühlt euch deswegen nicht schlecht. Es liegt letztendlich natürlich an euch, ob ihr das ändert oder nicht. Aber wenn ihr die Willenskraft habt und die Motivation habt, das ändern zu wollen, dann gibt es keinen Grund, euch scheiße zu fühlen. Wenn du dich scheiße fühlst und in Selbstmitleid badest und irgendwie immer mit dem Finger nach außen zeigst und sagst, die und die haben aber das und das und du bist einfach nur faul, irgendwas zu machen oder vielleicht auch irgendwie dein Talent zu monetarisieren oder was auch immer, dann ist das nicht der richtige Channel für dich, weil dann bist du einfach nur faul und ein Selbstmitleidsbaby und cut the shit out, okay? Dafür sind wir hier zu alt, dafür sind wir hier zu weit. It's not giving, okay? Rat des Schicksals auf der Rückseite des Decks, deswegen habe ich jetzt auch diese ewig lange Predigt halten müssen, weil wir haben das Ganze in der Hand. Ja? Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und was sehen wir hier? Ganz viele Optionen. Ja? 2 der Münzen ist dieses Abwägen von, mache ich das nicht oder vielleicht auch mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, damit man seinen Status verbessern kann. Manchmal muss man 1 oder 2 Jobs machen. Wie auch immer, Leute, aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Was hat mich hier wieder gepackt? Ich sag's euch, ne? Eigentlich sind Mücken nicht so der Fan von mir, aber ich habe irgendwie wie so einen Monat im Jahr, wo alle Mücken mich lieben und mich zerstechen wollen. Was auch immer frei ist und nicht unter der Decke nachts. Es gibt immer so ungefähr 3 Wochen im Jahr, wo die so sind, ja, Attacke! Und dann scheißen Mücken auf mich. Ich weiß auch nicht, komisch. Naja, 2 der Kelche. Seht ihr, Leute, da ist der Eremit.
Habe ich doch eben gesagt. Okay, Innenschau. Das ist genau das. Der Eremit erklärt die zwei der Kelche. Das ist Innenschau. Ihr müsst wirklich nach innen gehen und überlegen, welchem Mindset muss ich ein Ende machen, ja? Welches Mindset hält mich vielleicht davon weg, was ich gerne hätte? Und der Hierophant nicht nur im Sinne von, weiß ich nicht, eine Beziehung mit jemandem, sondern der Hierophant ist einfach in sich eine Lektion. Das ist Karte Nummer 5. Ja, da geht es wirklich auch um eine Challenge, um eine Aufgabe. Und was müsst ihr mit dem Hierophant hier vielleicht verstehen? Einige von euch müssen auch aus Isolation raus. Besonders, wenn ihr euch viel isoliert und euch eigentlich Zweisamkeit mit anderen wünscht. Das muss ja jetzt nicht nur im romantischen Sinne sein, das kann auch im freundschaftlichen Sinne sein. Dann müsst ihr aufhören, euch zu isolieren, Leute. Seid nicht ich. Ja, seid nicht diejenigen, die immer zu Hause sind und dann sich denken, ach, ich werde eh niemanden treffen. Ja, natürlich triffst du niemanden außer den Amazon-Lieferanten oder den Postboten, wenn du dein Haus nicht verlässt, okay? Das Haus nicht verlassen kann man nur in Amerika, habe ich jetzt rausgefunden. Diese Ringkamera-Videos mit den Amazon-Lieferanten, die dann tanzen und eine Show abliefern oder irgendwie sowas und dabei unverschämt gut aussehen, diese Amazon-Lieferanten habe ich hier leider noch nicht gefunden. Wenn es die hier gäbe, würde ich mein Haus auch nie wieder verlassen, okay? Und zwar würde ich jeden Tag einfach nur bei Amazon bestellen und gucken, dass ich gut aussehe, wenn ich die Tür aufmache. Weil, damn! Amazon-Snacks, okay? Obwohl, das stimmt nicht. Einmal habe ich auch hier, ich glaube Hermes oder so, das war so ein schön, das war ein Modeltyp. Ich denke mal, ein Somalia oder Eritrea oder so, der sah aus wie ein Model und ich habe mir gedacht, oh mein Gott. Ich habe wirklich für ihn gebetet, dass er zufällig ein Paket zu einem Model Scout bringt, okay? Was ist hier der König der Schwerter? Erklärt mit Bube der Schwerter, Leute. Und der Bube der Schwerter guckt genau in die Richtung vom Eremit und zwar der Kelche. Was haben wir auf der Rückseite des Decks? Die 10 der Münzen. Also Leute, ich kann es mir nicht ausdenken. Jemand hier findet etwas für sich raus, bezogen auf entweder Geldangelegenheiten, wie ich eben gesagt habe. Ja, für einige von euch hier ist es tatsächlich ein Geldmangelproblem. Da werdet ihr euch weiterentwickeln, etwas rausfinden, auch wenn ihr euch jetzt gerade noch Sorgen macht. Und es kann sein, dass einige von euch kleine Brötchen backen müssen, bis sie dann aber hier in einen, ich sag mal, nicht nur, wie kann ich das nennen? In Komfort kommen, sondern ihr seht hier auch die 8 der Kelche und dann den König der Münzen, Leute. Wer sich hier wirklich am Riemen reißt, der wird's machen. Der wird's packen. Vielleicht am Anfang, wie gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ihr die von der Bäckerei kennt, da gibt's so Knüllerbrötchen, das sind zwei kleine Brötchen aneinander. Vielleicht seid ihr erst ein Knüller, ja, ein Feierabendknüller, aber danach entwickelt ihr euch zum teuersten Brötchen in der Bäckerei. Okay, und manchmal muss man das machen im Leben. Und für andere ist es so, dass ihr hier rausfindet, was möchte ich bezogen auf die 10 der Münzen im romantischen Sinne. Leute, Moment. Moment, ich muss mal was gucken, weil ich weiß, dass Chiron gerade in Widder ist und das Schwesternzeichen von Widder ist Waage. Und ich habe gerade so nachgedacht und habe gedacht, Moment mal, was ist eigentlich, was passiert eigentlich mit Waage gerade im Himmel? Aber ich habe es nicht auf dem Schirm, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, okay? Waage, hier, Moment, ich gucke mir gerade die Chart an vom Himmel. Wir haben gerade gar nicht großartig Waage-Aspekte im Himmel. Die einzige Luftenergie im Himmel, also zum heutigen Zeitpunkt, heute, wenn ich das Reading drehe, ist Zwillinge und Wassermann. Leute, ich sag's doch. Der Nordknoten ist in Widder, das bedeutet der Südknoten ist auch in Widder. Moment, Freunde, das verstehe ich hier nicht. Nee, wie ich gesagt habe, Nordknoten wieder, Südknoten in Waage. Okay, das macht jetzt viel Sinn, denn Leute, was ist der Südknoten? Der Südknoten ist der Punkt in unserer Geburtschart, von dem wir uns wegbewegen sollen. Ja, für diejenigen, die ihre Chart nicht kennen, guckt mal unter meinem Vollmond-Video. Ich habe da einen Link
in die Infobox gemacht, wo ihr umsonst eure Chart einsehen könnt. Und eine nette Zuschauerin hier hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Seite auch auf Deutsch gibt. Ich dachte, es gibt sie nur auf Englisch, beziehungsweise ich habe mir die Gedanken darum gemacht, ob es sie auch auf Deutsch gibt. Aber ich habe es gelöst, beziehungsweise die damals für euch gelöst. Ihr könnt das alles auf Deutsch. Unter dem Vollmond-Video könnt ihr es alles nachschauen for free. Okay? Jedenfalls, genau, Südknoten ist der Punkt in unserer Chart, von dem wir uns wegbewegen sollen. Heißt also, es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr vage Menschen jetzt gerade nochmal alte Themen habt, die vielleicht hochkommen. Und so liegt es hier auch. Ja, und Widder ist der Neubeginn, also im Zodiac, ja, Widder ist das erste Zeichen. Das ist dann, wenn die Natur wieder erwacht, das ist der Neubeginn. Und deswegen ist es hier vielleicht wirklich so, dass ihr nochmal überlegen müsst, welche Glaubenssätze, welche Verhaltensmuster, was hier ist veraltet und was kann ich ablegen. Ja, und das studiert der Bube der Schwerter eben. Ja, der Bube der Schwerter ist ein Neuling, aber der ist auch, ich sag immer, der Stalker des Tarots, okay? Der findet raus, was das Ding ist hier. Herrlich. Zum Glück habe ich nochmal in die Chart geguckt, ey. Also in die Chart vom Himmel jetzt gerade, ne? Fünf der Münzen. Was sind die fünf der Münzen? Erklärt mit dem Teufel. Ja, Leute, das ist ein Mindset, an dem ihr hängt und was eigentlich kein Mensch braucht. Mit der Hohenpriesterin. Und die Mäßigkeit auf der Rückseite des Decks. Karte der Schützen. Macht absolut Sinn. Was sagt mir der Teufel mit der Hohenpriesterin, die die fünf der Münzen erklären, dass hier ein tief verankertes, ein tief verankerter Glaubenssatz ist, der nicht gerade gesund ist. Ja, der Teufel stellt nicht immer nur Negativsachen dar, aber der Teufel stellt definitiv auch unsere Schattenseiten dar. Und die haben wir alle. Mal mehr und mal weniger. Ja, und die Schattenseiten sind auch wertvoll. Aber ich sehe, dass das hier tief verankert ist mit der Hohenpriesterin. Denn die Hohepriesterin macht ihre Erfahrungen, die liest sie sich nicht an, sondern die Hohepriesterin kriegt ihre Erfahrung durch Leben. Ja, sie lebt und sammelt so Erfahrungen. Und mit dem Teufel zusammen sagt mir das hier, dass hier jemand viele Schattenmomente in seinem Leben gehabt hat und ihr habt das durchlebt und deswegen so tief verinnerlicht. Ja, das kann hier tatsächlich auch sein, eine ungesunde Elterndynamik. Das könnte mir auch zeigen, dass ihr hier einen Vater oder eine Mutter habt, die, weiß ich nicht, narzisstisch veranlagt sind, die sehr manipulativ sind, kontrollsüchtig, ja, das kann auch sein. Vielleicht habt ihr Helikoptereltern, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt gar nicht alleine Entscheidungen treffen oder konntet das nicht. Und das gilt es für euch hier zu lösen. Ich weiß nicht warum, aber die Welt liegt hier offen. Ich weiß nicht, I don't know, hier ist die Mäßigkeit, da ist die Welt. Was sagt uns das? Ich denke, ihr müsst diesen Zyklus schließen, um mit der Mäßigkeit hier in eine gesunde Balance und Dynamik für euch zu kommen und vielleicht auch nochmal, wie der Alchemist das eben macht, das Beste aus dem zu machen, was jetzt gerade ist. Okay? Und während ich das sage, war 2222 auf meiner Uhr. Beziehungsweise erstmal nur 22 Minuten 20 Sekunden. Und während ich das aussprach, war es 2222. Okay? Bestätigung von oben. Das rundet das Reading für mich ab. Ich lasse euer Reading hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Leute. In der Infobox findet ihr alles. Unter dieser, also unter eurem Reading jetzt hier in der Infobox findet ihr als allererstes und am wichtigsten den Link zu Zahlenrausch. Ich habe ein Buch geschrieben, ein Work Guide für diejenigen, die ganz oft irgendwie 222 und sowas alles sehen, ja, und nicht so genau wissen, wie sie das auf ihr eigenes Leben münzen können. Ich habe da euch gezeigt, wie ihr damit arbeiten könnt, wie ich es damals für mich gelernt habe. Und wie man das möglichst schnell rausfindet, ohne 10.000 Google-Seiten durchforsten zu müssen und dann aber doch wieder 15 verschiedene Möglichkeiten zu haben, was es denn bedeuten könnte, ja? Ihr findet dort auch den Link zu meiner Website, wer gerne ein privates Reading haben möchte. Ihr findet dort meine Instagram-Accounts. Ich habe beschlossen, Barbieverse ist nur noch für Frauen, okay? Da wird der Frauentausch auf. Da machen wir Frauentausch. Nein, Leute, da sind die Frauenthemen am Start, okay? Und der Link zum Conscious Club, wenn ihr gerne Conscious Club-Mitglieder werden möchtet, okay? Und ansonsten, wenn das alles nichts ist, verdient ihr gute Karma-Punkte. Lasst ein Like hier, abonniert, teilt das Video, kommentiert, wie auch immer. Und ja, Freunde, wie immer, wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Bye, bye.